Radpilgern in Oberfranken. Diese Zwischenstopps lohnen sich. Verweilen und durchatmen in der Markgrafenkirche Gesees. Ein Ort der Ökumene, die Coburger Nikolauskapelle. Ich begrüße Sie mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum evangelischen Fernsehmagazin bei TVO. Diesmal von der Altenburg in Bamberg, einer touristischen Attraktion in der Region und definitiv einem beliebten Ausflugsziel. Und um Ausflugsziele dreht sich heute alles bei uns in der Sendung. Denn das machen doch viele von uns im Sommer am liebsten, einfach mal losziehen und die Region erkunden. Dabei vielleicht auch an der ein oder anderen Kirche anhalten, sich abkühlen und Kraft tanken. Klingt gut? Dann haben wir vielleicht auch für Sie ein paar Tipps. Wenn Sie zum Beispiel gerne mit dem Rad auf einer der oberfränkischen Jakobusradpilgerrouten unterwegs sind, lohnt sich ein Besuch in der Stiftskirche Himmelkron und ein Stück weiter auf der Route in der Pfarrkirche St. Johannes in Trebgast. Aktiv sein und dann einfach mal abschalten. Die Stiftskirche Himmelkron ist ein heißer, aber erfrischender Tipp für alle RadfahrerInnen, die wegen der sommerlichen Hitze Abkühlung suchen. St. Maria ist der Mittelpunkt der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Himmelkron. Manche sind froh, wenn sie einfach dann hier reingehen und für sich sind und ihre Ruhe haben. Andere haben dann doch auch viele Fragen. Und dann, wenn es sich ergibt, das Haus ist ja gleich nebendran, dann ergeben sich auch dann Gespräche und manchmal auch schöne Querverbindungen. Ne? Also das ist immer auch ganz, ganz schön zu erleben. Die gotische Stiftskirche wurde im 13. und 14. Jahrhundert erbaut. Sie war das Herzstück einer Zisterzienserinnenabtei. In der Zeit der Reformation ging das Kloster in den Besitz der damaligen Landesherren, die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach aus der Familie der Hohenzollern. Unter Markgraf Friedrich gibt es mehrere Kanzeln, wo keine christlichen Symbole mehr zu sehen sind, sondern nur Ornamente und in der Mitte das Ordenskreuz des Rote Adlerordens, dieses markgräflichen Ordens. Von den Gebäuden ist wenig erhalten, bis auf den Innenhof des ehemaligen Klosters. So schließt sich direkt an die Kirche der Kreuzgang an, der 1473 erbaut wurde. Dieser Kreuzgang ist was ganz Besonderes, weil er nämlich noch mal richtig im Stil der Spätgotik aufgeblüht ist. Musizierende Engelsdarstellungen an der Decke und das Glaubensbekenntnis in Stein. Das gibt es in Deutschland an keinen anderen Stelle nochmal. Ein bisschen Zeit sollte man auf der Tour für einen Stopp in Himmelkron einplanen, denn es gibt viel zu entdecken. Im ehemaligen Nonnenchor ist heute ein Museum. Zu sehen sind ein bestickter Wandbehang von 1621 sowie spätmittelalterliche Kunstwerke. Die Radpilgerroute führt am Ortsrand direkt an der Bei-Mai-Allee von Himmelkron vorbei. Aus Lindenbäumen wurde sie 1663 in der Regierungszeit des Bayreuther Markgrafen Christian Ernst angelegt. 800 Meter, vier Baumreihen, eine große Spielbahn für das damals beliebte Schlagballspiel des europäischen Adels bei Mai. Der Ball war eine Holzkugel, ähnlich wie Cricket, hat man hier in diesen schönen Alleen das Spiel betrieben. Markgräfin Wilhelmine aus Bayreuth kam hierher und schwärmte von dieser wunderbaren Bei-Mai-Allee. Das Spiel ist mittlerweile in Vergessenheit geraten. Die Anziehungskraft auf die oberfränkische Region nicht. So lohnt sich der Weg in die Pfarrkirche St. Johannes Trebgast. Ein Besuch in der kleinen Kirche öffnet die Sinne. Eine der schönsten Markgrafenkirchen hier in der Gegend. Der ganze Raum ist weit und licht und ausgestattet mit künstlerisch sehr schönen und wertvollen Gegenständen. Der Jakobus-Radpilgerweg. Eine Tour für die Seele, für Naturliebhaber, Aktive und Entspannungssuchende. In der Reihe der schönsten Markgrafenkirchen Oberfrankens darf natürlich auch die St. Marienkirche in Gesees auf dem nordwestlichen Bergsporn des Sophienbergs nicht fehlen. Denn neben ihrem lebensgroßen Taufengel erwartet den Besucher so manche historische Überraschung. Definitiv einen Ausflug wert. Er zieht alle Blicke auf sich. Der Taufengel in St. Marien ist auch gleichzeitig das auffälligste Kunstwerk aus der Markgrafenzeit. Etwa so groß wie ein Konfirmand. Doch die Kirche bietet noch viele weitere Fundstücke. Sie reichen weit über das 18. Jahrhundert zurück in die Vergangenheit.
Es ist eine alte Wallfahrtskirche, eine Marienkirche, also aus vorreformatorischer Zeit, aus dem Jahr 1441, so in der heutigen Gestalt, die dann in der Markgrafenzeit nochmal komplett umgearbeitet wurde. Das gräfliche Wappen und die eingezogenen Emporen sind ein Zeichen dafür. Aus der Zeit der Wallfahrten im Mittelalter stammt dieser Stein. Ursprünglich stand er unten im Dorf am Wallfahrtsweg. Seit 2009 ist er in das Kunstwerk mit dem Namen Handwerk eingebettet. Doch er ist nicht das einzige Urgestein in der Kirche. Wir haben hier in Gesäß zwei uralte Glocken. Hier schlägt bis zum heutigen Tag die älteste Glocke Oberfrankens. Die stammt aus dem Jahr 1306. Das ist überhaupt das älteste Dokument hier, was wir in Gesäß haben. Es ist kein Schriftstück, sondern es ist eine Glocke. Und die läutet bis zum heutigen Tag bei Beerdigungen. Das ist unsere Beerdigungsglocke. Sie hat auch so einen ganz jenseitigen Klang. Das ist ganz, ja, ich kriege da immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die höre. Und wir haben noch eine andere Glocke, die hat im letzten Jahr, also zum großen Reformationsjubiläum, ja, da haben wir auch Jubiläum gefeiert, aber ein 100 Jahre älteres, nämlich diese Glocke läutet seit 600 Jahren in dieser Kirche. Vor 9 Jahren wurde hier unser Kirchturm von Grund auf saniert und da wurden auch die Glocken mal stillgelegt und gerade diese 600-jährige Glocke, deren Krone im Laufe der Jahrhunderte abgebrochen war, die wurde wiederhergestellt, saniert und eine neue Krone aufgesetzt, mit einer neuen Glockenhaube mit einer Krone drauf. Und ein ganz junger Glockenbauer, der war so fasziniert von dem Klang dieser Glocke, der hat sie gleich mit einer Stradivari-Geige verglichen, so dass ich dann scherzhaft immer sage, wir haben unsere Stradivari oben auf dem Kirchturm, weil sie so einen reinen, klaren Klang hat, diese Glocke. Die alte spätgotische Kirche wurde dann in der Markgrafenzeit den damaligen Bedürfnissen angepasst. Also sprich, man hat natürlich vor allem dann Bänke eingebaut, man hat Emporen eingebaut, weil die Predigten der Barockprediger immer länger wurde. Das hat man im Stehen nicht mehr ausgehalten. Die Leute mussten sich dann schon auch mal hinsetzen. Und so aus dieser Zeit von 1673 stammt auch dieser ganz besondere Himmelfahrtsaltar hier in dieser Kirche mit seinem eindrücklichen theologischen Programm. St. Marien zum Gesäß, so wird die evangelische Kirche auf dem Berg von den Einheimischen genannt. Weil Maria nach einer alten Ortslegende über das Gebirge gekommen ist und diesen Ort hier so lieblich fand, dass sie sich hier tatsächlich niedergesetzt hat und sich hier sehr wohl gefühlt hat. Und daraufhin war das eben jahrhundertelang tatsächlich auch eine Marienwallfahrtsstätte mit einer bedeutende großen Kirche hier oben auf dem Berg. Nicht nur die Markgrafen und der Taufengel machen St. Marien zum Gesäß zu einem ganz einzigartigen Ort. Die Geschichten und Fundstücke um diese Kirche laden dazu ein, hier länger zu verweilen. Verweilen und einfach mal durchatmen. Dafür haben wir auch im Coburger Raum einen Tipp für Sie, die Nikolauskapelle. Denn sie hat eine bewegte Geschichte. Heute gehört sie der Stadt Coburg und ist an die altkatholische Kirchengemeinde vermietet. Doch im Laufe der Jahrhunderte wurde sie von sage und schreibe 4 christlichen Konfessionen und von der jüdischen Gemeinde als Gotteshaus genutzt. Die wechselvolle Geschichte von St. Nikolaus beginnt im 15. Jahrhundert. Zunächst ein katholisches Gotteshaus, wird sie während der Reformation evangelisch und im 19. Jahrhundert wieder katholisch. Um 1870 steht die Kapelle ungenutzt da und so beantragt die israelitische Kultusgemeinde Coburg, sie nutzen zu dürfen. Deswegen hatte sie dann den Magistrat gefragt, können wir diese Kapelle haben, um eine Synagoge draus zu machen. Und so wurde die Kapelle dann Synagoge. Der Magistrat war sehr aufgeschlossen. Ab 1873 erfolgte so also der Umbau der Kirche zur Synagoge. Denken Sie sich hier vorne einen großen Toraschrein und hier über uns links und rechts große Emporen. Wenn man Bilder sieht aus dieser Zeit, wo Synagoge war, dann schaut es eigentlich aus wie ein ganz anderer Raum, in dem gefeiert wurde. Es war eben eine jüdische Synagoge. Nachdem sie die Kapelle fast 60 Jahre lang als Synagoge genutzt hatte, wurde der jüdischen Gemeinde 1932 von dem inzwischen nationalsozialistisch dominierten Stadtrat das Nutzungsrecht gekündigt. Die Synagoge wurde geschlossen, die Torarollen und Ritualien zerstört, dennoch sind Spuren geblieben.
Die auffälligste Spur ist eine, die man gar nicht so sehr als Synagogenteil wahrnimmt, nämlich der Anbau, der hier vor der Kirche ist. Eigentlich hatte die Kirche aufgehört mit der geraden Wand. Und das, was davor ist, ist in jüdischer Zeit angebaut worden, also als die Kapelle hier Synagoge war. Am auffälligsten ist die Inschrift über dem Eingang, das ist das Tor zu Gott, ein Zitat aus dem Psalm 118, der jetzt wieder schön lesbar gemacht worden ist. Und was auch aus der Zeit der jüdischen Synagoge ist, ist an der Seite der Treppenaufgang, der war vorher auch noch nicht da. Heute ist St. Nikolaus ein Ort der Ökumene. Seit vielen Jahren finden hier regelmäßig ökumenische Gottesdienste statt, beispielsweise ein politisches Nachtgebet. Es war für mich sehr spannend, hier in dieser Kirche, auch mit dieser Akustik. Und wenn Sie die Orgel hören, da hat man das Gefühl, man ist in einem ganz großen, großartigen Gebäude. Der Ort hat diese Würde der Leidenden. Davon erzählt dieser Ort. Wir sind ja eigentlich hier, um arbeitsweltliche Themen anzusprechen und schauen halt über unseren Tellerrand hinaus. Die Nikolauskapelle hat eine bewegte Geschichte und ist heute ein Ort der Begegnung zwischen christlichen Konfessionen und anderen Religionen. So steht es auch in 6 Sprachen auf einem Schild am Zugang zur Kirche geschrieben. Ein Erlebnis für alle Sinne ist der Naturhof Fassmannsreuther Erde bei Hof. Der Kräuter- und Erlebnisgarten lädt ein, der Natur und auch sich selbst wieder näher zu kommen. Bei einem Spaziergang über die Wiesen erzählt uns Mitgründerin Sabine Böhm, warum sie den Hof mit ein paar anderen Frauen angelegt hat und was man dort alles erleben kann. Eine Oase für die Sinne. Heute bei uns im Lieblingsplatz. Mein Name ist Sabine Böhm und ich stehe hier auf meinem Lieblingsplatz im Naturhof in Fassmannsreuth. Wir wollten damals einen Platz schaffen, wo die Menschen die Schöpfung, die Natur erfahren können. Wir haben uns vor allem auf Kräuter auch spezialisiert, weil wir selber gespürt haben, ganz viele haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Natur, zur Schöpfung. Wenn sie die Kräuter anlangen können, wenn sie sie schmecken können, wenn sie es riechen können, wenn sie spüren können, dann macht es was mit ihnen. Dann merken sie auch, die Schöpfung, die ist was ganz Wertvolles. Wir haben sehr schnell gemerkt im Laufe dieser Zeit, dass die Menschen irgendwie ganz offen geworden sind uns gegenüber. Dann haben uns ihr Herz ausgeschüttet, haben über ihre Sorgen gesprochen, haben von sich erzählt, über ihre Nöte. Ja, uns ist bewusst geworden, da passiert viel mehr in so einem Garten. Unser Motto hier im Naturhof ist ja von der Natur für das Leben lernen. Dann kam so die Idee, gut, wir bieten Oasentage an. Lassen die Menschen einfach hier sein. Es geht ums Jetzt, um das Spüren vom Jetzt. Und da ist die Natur einfach ein großer Lehrmeister. Wenn ich hier bin, die Schöpfung, die Natur, die ist einfach da. So wie sie jetzt da ist und die darf sein. Und wir im Natur lassen sogar sehr viel da sein. Es darf blühen, aber es darf auch verblühen. Es darf auch das Verblühte sichtbar sein. Und so ist es ja auch bei uns. Das ist mir dann irgendwann so klar geworden. Auch ich darf sein. Ich darf so sein, wie ich bin, mit meinen Runzeln und Falten, so wie ich geworden bin, vor unserem Schöpfergott. Das, glaube ich, ist das, wo wir uns daran erinnern können, dass wir das genauso sind, dass wir geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Den Naturhof können Sie im Sommer immer Freitag und Samstagnachmittag besuchen. Mehr Infos dazu finden Sie auch online. Das war Grüß Gott Oberfranken im August mit vielen kirchlichen Ausflugstipps in der Region. Vielleicht war ja auch das eine oder andere Ziel für Sie dabei. Die ganze Sendung gibt's wie immer auf tvo.de und im YouTube-Kanal des Sonntagsplatz. Wenn Sie möchten, sehen wir uns wieder am 28. September, dann mit dem Thema Das Warten hat ein Ende. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit.